Hört ihr das? Das Fenster ist jetzt ganz auf. Ich habe nichts an. Und das ist dieser Sirenentest, der ja einmal im Monat ist. Alter, wenn das Fenster nur auf Kipp ist und hier leise irgendwas läuft, Musik, Video, keine Ahnung was, hörst du es gar nicht. Das macht sowas von keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Und jetzt gleich ist eh das ganze Telefon. Was wird da so reden? Was passiert da? Es ist ja nicht wieder zufälligerweise der erste Samstag im Monat. Idiot. Sirenentest, Alter, ey. Fliegeralarm. Ne, üben wir schon mal. Kommt ja demnächst wieder alles. Who's that girl? Hi. This is... Sorry. Yes. She's big in town. Aua, ich bekomme gar nicht ins Auto. Kommst du jetzt ins Internet? Wir kommen ins Internet. Werde ich jetzt fällen. Wir sind voll die Stars. Warte mal, ich mache mir erstmal die Tür zu, bevor die mir eine abfährt. Ja. Was machen wir denn jetzt? Wir fahren jetzt zum Stadtwald bei uns in der City. Und da ist ein Mini-Golfplatz. Und mal gucken, ob der aufhört. Das Wetter ist etwas unbeständig. Der Wetterbericht sagt aber, es soll nicht mehr regnen. Mal sehen. Bis gleich. Angekommen, wir sind jetzt hier bei Bahn 1. Wir haben Bälle mit verschiedenen Ballhärten. Mhm. Wir Profis wissen natürlich, wann man welchen benutzt. Ne? Theoretisch zumindest, ja. Nicht. Wir müssen unsere Names hier drauf droppen, oder? Ja. Dass man nur einen Zettel kriegt. Nein, das sind doch zwei. Ach so. Ah, nee, wir haben immer nur zwei. Du fängst an oder ich fange an? Fang du mal an. Wir haben das immer klein geschrieben, damit man zwei Runden spielen kann, für einmal bezahlen. Bäm, du Arsch. So viel Zeit haben wir gar nicht. Nein. Sari. Wir müssen ja noch Alkohol konsumieren. Ja, ich weiß, das ist der Plan. Also deswegen, gut. Ich soll die Kamera stillhalten, wurde mir gesagt. Der Bro hat sich aufgeregt. Deswegen habe ich einen sehr harten Arm. Okay, ja, wenn wir übelst verkacken, schalten wir euch vielleicht nochmal dazu. Und wir fangen jetzt erstmal an. Ja. Oh, fuck. Man sieht den Ball gar nicht. Da ist der Ball. Okay, jetzt muss ich so gegen die Bank. Boah, Überwande, Überwande, Überwande! Komm! Boah! Was ist da los? Was ist da los? Du hast den einfach also, so oben nur tangiert. Ich sag nur mal so, ne? Bei teuren Minigolfbahnen ist hier so ein Sorgnapf. Ja, weiß ich. I know. Und hier ist es so... Und hier ist so, hier ist so Welcome to Ride. This was so knapp. Der war gar nicht mal so hoch. Hier bitte einmal hin. In die Mitte bitte. Danke. Okay, jetzt das natürlich jetzt ein bisschen drin. Boah, was ist da los? Shit, Mann. Deine Füße. Wank. Hopferisch. Warte, das ist jetzt. Das war der zweite. Ja, jetzt kommt Nummer 3. Oh, yes, Sarah! Du hast voll aufgeholt jetzt. Du alte Bitch! Nice! Drin ist er! See. Wait, I take you this? Wie viel hat's jetzt? Drei? Ne, vier, ne? Vier, glaube ich, ja. Ja, vier. Ja. Der dritte war Kamera und... Der dritte war Kamera und der vierte war BÄM, Junge! The next one! So, so. Okay. So, was nehme ich hier für einen Ball? Soll ich die Kamera mal festhalten? Ja, gerne. Ich tippe noch auf Rekord. Yes, yes. Es wird ja noch geschnitten, ich glaub, ne? Ich nehme, ja, ja. Weil die Bahn ist ja auch blau, oder? Ey, Junge! So sieht das aus, Mann! Das ist extra für die Kamera, ich hab das schon achtmal versucht. Was würde man auf Gas? Und hier wieder rüber humpelt einfach. Wieso? Ich darf das sagen, ich arbeite mit Menschen. Du weißt schon, dass das ein Kanal ist, wo die Leute normalerweise Bro zu gucken, ne? Ja, stimmt. Ja, aber wenn mein Name irgendwo auftaucht, weißt du, das könnte dann auch. Hast du mich schon aufgeschrieben? Nee, ne? Achso, nee. Was hatte ich denn? Eins, ne? Oh, was hatte ich denn? Du drei, ne? Nee. Zwei. Der ist auf jeden Fall da unten irgendwo. Ja, der ist hier unten durch.
Kinder, ne? Leider nein. Ja, wie man sieht, wir wurden unterbrochen von ein bisschen Regen, ein bisschen viel. Ein bisschen. Wir haben die Hälfte geschafft. Ja, genau. Ja, fast. Wenn ich gespielt hätte, dann hatten wir. Ach so, ja. Ja, wir sind jetzt in so einem kleinen Hütchen, wo halt auch der Wind das Wasser reinfegt. Aber ja, wir warten jetzt mal und gucken mal, was passiert, ne? Ja, ich würde auch sagen. Ich denke mal, das wird nur ein Schauer sein. Eigentlich schon. Es ist ja ziemlich hell noch. Mann, die wäre so geil, oder? Ja, wenn wir hier. Boah, guck mal, das ist einfach unser Schloss, Abi. Ja, das wäre so geil, wenn man da jetzt wasserrutschenmäßig rauf könnte. Könnte man? Wir haben das Unwetter, also den Schauer, überstanden, also ungefähr 10 Minuten oder so. Bäm. Wir haben jetzt ein bisschen, es ist so ein bisschen, naja, nass. Aber wir machen jetzt das Beste draus. Ja, Sarah hat auf jeden Fall schon mal gut angefangen. Und die zockt mich jetzt auch hier voll ab. Warum sagst du das? Ups. Wir machen auf jeden Fall weiter und hoffen, dass wir die zweite Hälfte ohne Regen überstehen. Bist du drin? Was? What the fuck, Sari, was machst du? Wir melden uns gleich wieder. Das kennt ja jeder, diese Bahn hier. Die so verläuft, wo man dann hier rüber schießen muss. Beim ersten Versuch habe ich es gar nicht geschafft. Und beim zweiten ist das passiert. Und jetzt werde ich mal versuchen, das ein bisschen festzuhalten. Das ist one in a million, ey. Ich kann auch so machen. Ja, vielleicht nicht mal so schlecht. Ja. Ah, immerhin sieht man den Ball gut. Das stimmt. 4. Yay! Bam! Yes. Was ist los? Yes, das ist nicht normal. Der Übermensch. Winner. Sarah hat gewonnen. Winner. Loser. Ich habe die auch mal gewinnen lassen, weil die heult mir sonst den ganzen Tag die Ohren voll. Oh, wir können hier gar nicht mehr gehen, Sarah. Guck mal, the match on. Yes. Sheet. I'll go on the green. On the green. Ja, wir fahren jetzt einkaufen. Wir holen noch so ein paar Sachen. Ich brauche so überhaupt so normale Einkauf, standardmäßig, was man halt so braucht. Und wir holen noch ein bisschen, was wir heute Abend schnabulieren können. Nur gesund. Nur gesund. Mit Beeren. Ja. Und mit ganz viel Getreide. Ja. Obst. Ja. Obst, ja. Genau. Und wir melden uns später vielleicht beim Einkaufen nochmal. Ja, entscheidet ihr mal, ne? Man kann dann nicht immer gewinnen. Ich finde, das ist eine ganz normale Dose Bier. Das schmeckt so gut. Das Größenverhältnis zu einer Flasche Sekt ist total realistisch. Ja. Ja. Was hast du da? Hier, das ist Michaelas selbstgemachter Kinderriegel-Schnaps. Das muss man aber schütteln, oder? Ja, habe ich schon eben. Das aber hat mich wieder ein bisschen abgesetzt. Bisschen? Das ist ja, aber die Flasche dreht durch. Das, die Stückchen sind. Das war eben eingefroren, das hättest du lutschen können, ja, so wie so ein Eis. Ja, geht das gar nicht. Da mussten wir erstmal in 10 Minuten. Eine halbe Stunde. Egal. Also, der Bro hat heute ein Bier von mir mitgebracht bekommen. Und der Christian hat heute, nett wie er ist, einen Captain Morgan mitgebracht. Und ich habe jetzt dem Bro gesagt, er soll sein Bier doch mal teilen, bevor der Captain angebrochen wird und so. Und dann hat der Bro dem Christian jetzt ein Glas von Captain Morgan gegeben. Mit, sorry, dein Bier, mein Captain. Weißt du Bescheid, Christian? Weißt du, was noch viel geiler ist? Es ist auch dein Glas. Ach so. Stimmt. Weil das auf einer Flasche Morgen von der es einmal mitgebracht hat, ja. Und nie wieder mitgenommen. Alles klar, ich will ja viel fahren. Ja, ja, Junge. Trink du erstmal draus. So schließt sich der Kreis. Dann spielen wir das 2 Wochen lang. Hast du nicht die Pringles genommen? Nein. Ey, nimm dir mal jetzt mal die Pringles mit ins Bett. Aber wie geil wäre das denn, ey? Du hast es kaputt gemacht, Mann.